Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte ja eigentlich schon immer mal so ein Unboxing machen. Damit es aber zu langweilig ist, aber ich es trotzdem irgendwie damit verbinden möchte, präsentiere ich heute euch hier mein neues Mikrofon. Yeah! Ein Yeti Blue, das schon viel im Einsatz ist von irgendwelchen Podcasterinnen und Podcastern und ich einfach im Internet gecheckt habe, ich wollte ein neues Mikrofon haben. Welches ist wohl eines der besten, welches ist ein gutes, weil der Sound ja wirklich extremst wichtig ist, gerade beim Podcasten. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon im Thema drin. Ich werde meinen Fundraising-Podcast wieder aufleben lassen, den ich ja irgendwie vor, keine Ahnung, 2008 angefangen hatte, einige Folgen damals produziert. Dann ist das Ganze übergegangen in Videoformat und jetzt wieder von Video zurück auf Audio. Und dafür braucht es natürlich ein cooles Mikrofon. Und das gucke ich mir jetzt mal an. Yeah. Jo, hey, und damit nochmal ganz herzlich willkommen hier bei mir im kleinen Arbeitszimmerchen, muss man eigentlich sagen. Und ja, bei mir zu Hause hier in Zürich. Hier ist das Mikrofon Yeti und jetzt freue ich mich, das erste Mal hier auszupacken. Schauen wir mal, was da drin ist. Es soll wohl eines der Mikrofone sein, die wirklich von vielen genutzt, das von vielen genutzt wird. Wow. Fühlt sich schon mal sehr schwer an. Also die Box gucke ich mir jetzt gar nicht groß an. Machen ja auch manche Unboxing-Menschen, ein Dong ertönt. Whatever, mir geht es um den Inhalt. Ich will ein cooles Mikrofon haben. Ich mache die Box hier auf. Da. Kabel sollte natürlich auch dabei sein, aber wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Wow! Here we go! Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Ich habe es mir in der Farbe Midnight Blue oder so geholt. Und wenn ich das richtig verstehe, dann sollte das so gehen. Und ja, dann ist hier das mein neues Mikrofon, mit dem ich jetzt Podcasts aufnehmen werde. Es gibt da ja den wunderbaren Podcast vom Kollegen Mike Might, das Fundraising Radio. Und ich habe auch kurz mit ihm hin und her geschrieben, wie wir das dann jetzt machen wollen. Und wir denken irgendwie, ja, das kann sich auch wunderbar ergänzen. Er hat ja als regelmäßigen Gast immer mal wieder den Jona. Ich denke, ich werde mir auch Gäste holen, vielleicht mal, wobei ich auch erstmal dran denke, ich erlebe so viel wirklich selber auch im Fundraising, ob jetzt mit Kundenprojekten oder selber in anderen Aufgaben. Und darüber möchte ich gerne einige inspirierende Stories auch aufnehmen und mit dir teilen. Und ja, aber ich bin auch viel unterwegs. Die mich kennen, die wissen das und da treffe ich immer mal auch wieder spannende Menschen und ich denke, da werde ich auch den einen oder die andere mal hier jetzt vor dieses neue Mikrofon bekommen und dann lassen wir die Kamera einfach aus. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch testen. Dieser Sound ist jetzt übrigens mit meinem Rode Mikrofon zack oben auf die Kamera drauf aufgenommen und jetzt teste ich mal, wie sich denn dieser Sound hier anhört. Audioaufnahmen, mal gucken, ob das Mikrofon, ja, wird auch gleich cool erkannt, very good, das ist schon mal sehr gut. Und dann blinkt das hier die ganze Zeit beim Mute.
1, 2, 3, check. Also es wird mir schon mal der Soundeingang angezeigt. Und jetzt Volume, okay, das stelle ich jetzt mal so in die Mitte. Ja, und jetzt starte ich mal die erste Aufnahme hier mit meinem neuen Mikrofon. Und hier hören wir jetzt den Sound von meinem neuen Yeti Blue oder Blue Yeti Mikrofon. Ich freue mich sehr, dass ich dieses neue Spielzeug habe, muss man ja vielleicht sagen. Aber ich hoffe, dass der Sound dadurch einfach viel schöner, wärmer, direkter, klarer nochmal drankommt. In diesem Sinne, ganz herzliche Grüße hier nochmal auch in die Kamera und dann hören wir uns demnächst beim Fundraising-Podcast mit mir, Jan Ückermann. Bis bald. Tschüss.